Hallo, lieber Wassermann. Ich möchte gerne in den November schauen. Ich bin lange Zeit nicht da gewesen. Ich war nicht gesund. Ich habe auch eine neue Küche bekommen. Voll schön. Wir hatten rückläufigen Merkur und wir stecken auch mitten in den Portaltagen. Das ist immer eine ganze Menge Stoff. Ja. Aber jetzt habe ich das alles geklärt, meine Energien, und bin bereit für eine Kurzinfo für den Wassermann. Worum geht es da? Die Zeit ist nach wie vor fließend. Es sind kollektive Legungen, kann ich auf jeden zutreffen. Über ein Abo und auch Liken und Teilen dieses Kanals, ja, würde ich mich sehr freuen. Dann wollen wir mal reinschauen. Für den Wassermann, bitte. Aus diesem Deck nehmen wir bitte auch noch eine Erklärungskarte für den Wassermann im November. Soll da noch was kommen? Zwei sogar noch. Und aus diesem Deck nehmen wir auch gerne noch eine Karte. Und noch ein, zwei Klärungskarten, bitte. Worum geht es da bei dem Wassermann im November? Was ist das für eine Thematik? Für den Wassermann im November, bitte. Das soll dann auch reichen. Da kommt nichts mehr. Dann wollen wir mal schauen. Was haben wir denn da, lieber Wassermann? Das Ganze mal wenden hier. Gespräche, ein Hin und Her. Unsicherheit sehe ich da. Und Hoffnung. Hoffnung. Ein langer Weg. Okay. Schwierigkeiten. Blockaden. Ja. Also wir haben hier eine Entscheidung, die man nicht treffen kann, nicht möchte. Da kommt irgendwas nicht in Gange. Das ist schwierig, da was voranzutreiben. Ja. Und hier habe ich auch den Hinweis, etwas anders zu machen, lieber Wassermann. Da haben wir den Abschluss. Na, und Gespräche, also viel Gespräche. Und das ist auch schließt Frieden mit der Vergangenheit. Vergeben und was draus gelernt haben. Und da haben wir auch das Kennenlernen. Das heißt, so wie das aussieht, lieber Wassermann, bist du noch ein bisschen vergangenheitsbehaftet. Das darfst du aber jetzt gerne loslassen. Das war Lehrgeld, was du in deinem Leben gezahlt hast. Es ist schwer gewesen für dich, irgendwas loszulassen. Das sollst du aber jetzt tun, lieber Wassermann. Das ist ganz wichtig, weil da kommt was wunderbares Neues in dein Leben. Na? Da kommt was wunderbar Neues in deinem Leben. Die Nachrichten, auf die du lange gewartet hast, die werden auch kommen. Das wird aber noch eine Zeit lang dauern. Also da sind noch Gespräche nötig, Abschlussgespräche. Und aus der Vergangenheit wird sich noch mal jemand bei dir melden.
zu einem Gespräch. Aber du bist so weit hier, Wassermann, dass du das Gespräch zwar annimmst, also eine Klärung, aber dass du das Alte, die Vergangenheit auch mal Vergangenheit lässt. Das ist der Abschluss. Weil, wie gesagt, hier kommt bis zum Winter, also dieses Jahr noch, ein neuer Mensch in dein Leben. Ne? Der hat auch Lebenserfahrung. Der ist ein weiser Mensch, ein guter Mensch. Und dem darfst du gerne eine Chance geben. Ja. Da erfüllen sich dann Wünsche. Ja. Ein sehr attraktiver Mensch, also auch jünger als du. Jemand, der dich anspricht, jemand, der dich reizt. Ne? Ein bisschen kompliziert im Kopf vielleicht, aber sehr attraktiv, der Mensch. Ja. Da haben wir hier nämlich im Prinzip auch die Qual der Wahl. Ne? Die Entscheidung. Du weißt das alles noch nicht. Da wird was auf dich zukommen, lieber Wassermann. Ein bisschen Vergangenheit. Und es gibt aber auch jemand Neues, den du kennenlernen könntest. Also jetzt, dieses Jahr noch, im Winter. Und dann bist du ein bisschen im Zwiespalt. Gebe ich der alten Geschichte nochmal eine Chance? Gespräche sind auf jeden Fall da, auch fundierte Gespräche. Und ja, oder gebe ich dem Neuen eine Chance, dem Neuen, was kommt. Auf jeden Fall ist das auf eine ehrliche Art und Weise, so oder so, eine Aussprache mit Vergangenem, wo man auch vergeben darf. Und ja, aber was Neues sehe ich auch da. Das ist deine Entscheidung, lieber Wassermann.